Wir wollen eine Gleichgewichtskonstante einer chemischen Reaktion berechnen. Eine recht berühmte chemische Reaktion ist das Boudoir-Gleichgewicht. Es handelt sich dabei um die Reaktion von festem Kohlenstoff mit gasförmigem Kohlendioxid zu gasförmigem Kohlenmonoxid. Dieses Gleichgewicht hat bei verschiedenen Temperaturen ganz unterschiedliche Lagen. Und wir sollen dieses Gleichgewicht bei 500 Grad und bei 900 Grad Celsius ausrechnen. Wenn wir ein Gleichgewicht berechnen sollen, dann brauchen wir dazu die freie Enthalpie. Um diese zu erhalten, brauchen wir die Reaktionsenthalpie und die Reaktionsentropie. Wir schauen uns also die entsprechenden Tabellenwerte an. Die Reaktionsenthalpie erhalten wir aus den Bildungsenthalpien. Minus 393,77, das ist die Bildungsenthalpie von Kohlendioxid. 221,24 ist die Bildungsenthalpie von 2 mol Kohlenmonoxid. Das bedeutet, wir haben hier einen endothermen Vorgang. 172,53 Kilojoule würden an Enthalpiezunahme zu verzeichnen sein, wenn wir 100% Umsatz hätten. Wenn wir den ganzen Prozess entropisch betrachten, dann haben wir 219,55 Joule pro Mol und Kelvin für die Edukte, 396,24 Joule pro Mol und Kelvin für die Produkte, also einen endotropen Prozess mit 176,69 Joule pro Mol und Kelvin an Reaktionsentropie. Jetzt können wir nach der Gibbs-Helmholtz-Gleichung die freie Enthalpie Delta G0 ausrechnen. Und je nachdem, welche Temperatur wir einsetzen, erhalten wir einen anderen Wert für Delta G0. Bei 500 Grad Celsius, also 773 Kelvin, erhalten wir plus 35 Kilojoule pro Mol. Das bedeutet, die Produkte sind instabiler als die Edukte. Wir haben also einen endergonischen Prozess vor uns. Bei der hohen Temperatur von 900 Grad Celsius beträgt die freie Reaktionsenthalpie minus 34,73. Das bedeutet, die Reaktion ist exergonisch. Die Produkte sind stabiler als die Edukte. Entsprechend können wir schon die Gleichgewichtskonstanten abschätzen. Im ersten Fall wird die Gleichgewichtskonstante deutlich unter 1 liegen, im zweiten Fall deutlich über 1. Wenn wir die Gleichgewichtskonstanten ausrechnen wollen, dann müssen wir die Formel LNK ist gleich minus Delta G durch RT anwenden. Wir müssen aufpassen, dass wir Delta G in Joule einsetzen, wenn wir R auch in Joule einsetzen. Wir erhalten dann als LNK minus 5,59 und als K E hoch minus 5,59 gleich 0,0037. Beachten Sie, dass wir nur den Zahlenwert von K herausbekommen. Die Einheit von K müssen wir uns separat erarbeiten aus dem Massenwirkungsgesetz. Wir haben einen endergonischen Vorgang, wir haben eine Gleichgewichtskonstante kleiner als 1, das Gleichgewicht liegt auf der linken Seite. Bei hoher Temperatur haben wir einen exergonischen Prozess vor uns. Wir haben K ist E hoch 3,56, also 35,2 vom Zahlenwert her. Wir haben eine Gleichgewichtskonstante deutlich größer als 1 und einen exergonischen Prozess. Das Massenwirkungsgesetz für unsere Reaktion lautet Konzentration von CO zum Quadrat durch Konzentration von C mal Konzentration von CO2. Für Gase nehmen wir Partialdrücke in Bar, für Feststoffe den Molenbruch. Entsprechend ergibt sich für unsere Gleichgewichtskonstante eine Einheit von Bar. Und damit haben wir die Angaben jetzt vollständig.
bei Kiefertemperatur, bei 500 Grad Celsius haben wir eine gleiche Misonzahl von 0,0037 bar oder 3,7 Millibar. Bei der hohen Temperatur haben wir eine gleiche Misonzahl von 35,2 bar.